Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, manchmal bin ich ja doch irritiert, wenn ich hier Debatten zu Anträgen verfolge. Und ich komme gleich nochmal auf das, was Herr Lerche hier gesagt hat, weil, das, na gut, das sage ich gleich was dazu. Aber Frau Kollegin Kröger, wenn Sie Herrn Abgeordneten Wild vorwerfen, ob er zu viel Rotwein getrunken hätte, als er seinen Redebeitrag geschrieben hat, gefragt oder nicht festgestellt, dann müsste ich Sie jetzt fragen, in welchem Zustand des kamatösen Alkoholmissbrauchs Sie Ihren Änderungsantrag geschrieben haben. Also, Herr Kollege Ritter, ich hoffe, Sie wissen, dass ich auch im Umgang mit Abgeordneten der Fraktion Die Linke differenzieren kann. Und Sie haben es ja auch vorhin festgestellt bei dem Antrag, den Frau Kollegin Schwenke hier eingebracht hat und über den wir debattiert haben. Aber deswegen nehme ich mir natürlich auch heraus, auf solche Bemerkungen entsprechend zu reagieren. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, dann will ich das nochmal für alle diejenigen, die es vielleicht vorher nicht gelesen haben, nochmal auf die qualitative Hochleistung, die hier von Seiten der Fraktion der Linken zu diesem Ursprungsantrag eingebracht worden ist, hinweisen, nämlich die besteht darin, dass der Änderungsantrag wie folgt lautet: Der Landtag möge beschließen, in Ziffer 2 wird Satz 2 gestrichen. Das ist die Aussage. Jetzt komme ich nochmal, damit jeder weiß, worum es geht, komme ich nochmal zu dem Satz 2 in Ziffer 2. Das ist dieser ominöse Beispielsatz mit den mobil telefonierten oder basistelefonierten Lösungen anstelle von Zettelwirtschaft. Das zu streichen, dieses Beispiel, ist die Herausforderung, die die Fraktion Die Linke an diesen Landtag gestellt hat. Es wäre nun schön gewesen, Frau Kollegin Kröger, wenn Sie das wenigstens dann noch in Ansatzweise hier begründet hätten, warum dieser Satz genau gestrichen werden soll. Das haben wir ja alle gewusst, warum der gestrichen werden sollte, weil als dieser Änderungsantrag, das vermute ich jedenfalls mal, von Ihnen formuliert worden ist, da gab es ja noch die Berichterstattung vor dem Hintergrund der Aussagen des hiesigen Landesdatenschutzbeauftragten, dass das alles datenschutzrechtlich nicht ginge. Das hat sich nun erledigt. Es hat sich offensichtlich erledigt. Was sich nicht erledigt hatte, war der Änderungsantrag, Frau Kollegin Kröger. Und deswegen wäre es ja vielleicht schön gewesen, wenn Sie in irgendeiner Art und Weise da noch drauf eingegangen wären. Oder aber gesagt hätten, Änderungsantrag hat sich erledigt. Dann kommen wir zum eigentlichen Kern des Geschehens. Worum geht es denn hier eigentlich? Geht es hier darum, ob jemand in einer Kneipe sitzt und einen QR-Code einscannt oder nicht? Nein, das ist doch gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende bei der ganzen Geschichte ist, und da hat der Kollege Wild recht, wir leben in einer sich verändernden Welt und die Frage der Anwendung von digitalisierten Lösungen ist heute eine ganz andere, auch noch als vor einem Jahr oder vor 2 Jahren oder vor 10 Jahren. Ich hoffe, dass wir darüber nicht diskutieren brauchen, außer vielleicht mit Herrn Lerche von der AfD. Und wenn das so ist, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist doch jetzt nicht einfach aus der Luft gegriffen, dass ich vorhin gesagt habe, naja gut, diese Lösung, die hier als Beispiel angedacht worden ist, kommt eben nicht aus Mecklenburg-Vorpommern, sondern aus Süddeutschland. Das hat doch Gründe. Es hängt doch nicht damit zusammen, dass die Leute in Süddeutschland intelligenter sind als die in Mecklenburg-Vorpommern. Also ich hoffe, dass das keiner in diesem Raum glaubt. Der Hintergrund, ja, das ist aber eine andere Geschichte, auch wenn Sie aus Baden-Württemberg sind, Herr Professor Weber, das ist jetzt kein guter Anfangspunkt. Aber sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das hat doch einen anderen Hintergrund. Der Hintergrund ist doch der, dass privates Kapital in Süddeutschland in einem viel größeren Maße vorhanden ist als hier bei uns im Land. So, und wenn wir das mal einfach so zur Kenntnis nehmen, dann müssen wir doch hier in diesem Land überlegen, wie man wenigstens ansatzweise das kompensieren kann. Und eine der Überlegungen, Sie können die ja auch für schlecht halten, Frau Kollegin Kröger, wenn Sie sich denn wenigstens ernsthaft mit dem Antrag auseinandergesetzt hätten. Sie können die ja sogar für schlecht halten, wenn Sie einen anderen Vorschlag unterbreiten. Aber ein Lösungsansatz ist doch zum Beispiel, dass man aus den Haushaltsmitteln, die man hier im Nachtragshaushalt hat oder die überhaupt dieses Land zur Verfügung stellt, dass man sagt, wir wollen junge Unternehmen in diesem Land unterstützen.
Was ist daran verkehrt, dieses politische Ziel zu verfolgen? Ich dachte immer, auch Ihre Fraktion wollte eine wirtschaftliche Weiterentwicklung dieses Landes haben und nicht nur vielleicht in den nächsten 30 Jahren hier vom Tourismus leben müssen. Und meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, wenn das so ist, dann ist es halt auch eine Möglichkeit zu sagen, und ist aus meiner Sicht eine sinnvolle Möglichkeit zu sagen, wir machen das Geld nicht nach dem Gießkannenprinzip an alle, die sich irgendwie wo mal gemeldet haben nach dem Motto, da habe ich eine tolle Idee und jetzt gründe ich ein Unternehmen und dann geht das schon ab und dann nehme ich die öffentliche Kohle aus den Steuermitteln, sondern dass man dann tatsächlich sagt, Leute, wenn ihr Geld haben wollt, dann bitte legt ein Projekt vor. Übrigens, meine Damen und Herren, das ist nichts, was der Staat erfunden hat. Wenn Sie irgendwo hingehen zu einer Bank und dort hingehen und sagen, gehen wir zur Investmentabteilung, also nicht zur Sparkassenabteilung oder zur Kreditabteilung, sondern tatsächlich in dem Bereich, wo es um die Investment geht, auch in Unternehmen, auch in Start-ups, dann werden die Ihnen sagen, ja, ihr könnt gerne kommen, aber ihr müsst mal ein Projekt vorlegen, ein Projekt, wo wir beurteilen können, hat das überhaupt eine Chance? Und dann sagen die ganz offen, ich habe mich ja mit den Leuten auch mal unterhalten, die sagen ganz offen, wenn wir investieren, dann machen wir das einfach so, wir gehen davon aus, bei 10 Projekten, da bleiben nachher 3 übrig, die tatsächlich Geld mitbringen. Geld auch für diejenigen, die investieren. Und diese 3 Projekte, die finanzieren alle Kosten im Endeffekt bei allen anderen 7, die vor die Wand gefahren werden. Aber diese 3 Projekte oder diese 10 Projekte werden wenigstens so weit beurteilt, dass sie sagen können, da besteht eine Aussicht auf Erfolg. Ob die sich realisiert, ist eine ganz andere Frage. Aber es besteht eine Aussicht auf Erfolg. Und ich meine, so verantwortungsvoll sollte man doch bitte auch mit Steuermitteln umgehen, dass hier sich ein Projekt angeguckt wird und gesagt wird, besteht da überhaupt eine Aussicht auf Erfolg? Dass sich möglicherweise derjenige, der das beurteilt, irren kann, das will ich ja gar nicht bestreiten. Auch diejenigen, die bei Banken für sowas zuständig sind, die bei Investmentgesellschaften für sowas zuständig sind, die haben sich schon geirrt. Ich verweise nur auf diejenigen, die zum Beispiel mal irgendwann gesagt haben, Facebook ist keine Erfolgsgeschichte, wen interessiert denn sowas? Heute ist Facebook so groß, auch vom Umsatz her, dass gerade aktuell gesagt wird, dass die US-amerikanische Regierung und ich glaube 47 von 50 Bundesstaaten überlegen, ob die marktbeherrschend sind und zerschlagen werden müssen. Diese Entwicklung hat ein Unternehmen durchgeführt, das vor ein paar Jahren, hätte ich beinahe gesagt, Jahrzehnten, noch als Start-up aus der Wäschetrommel kam. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das sind alles Dinge, über die wir hier in einer Art und Weise diskutieren, nach dem Motto, haben Sie zu viel Rotwein getrunken? Und das sage ich Ihnen, Frau Kröger, das ist das, was ich Ihnen übel nehme. Diese Einstellung an dieses Thema heranzugehen, führt dazu, dass in Zukunft auch diese Ideen nicht in diesem Land entwickelt werden, sondern eben in Baden-Württemberg und Bayern, weil die anders darüber diskutieren. Und Sie können in der Sache, können Sie politisch andere Auffassungen haben als ich. Sie sind völlig unbenommen. Aber man sollte doch tatsächlich erkennen können, dass man bestimmte Chancen auch nutzen muss und sie erkennen muss, wenn sie sich bieten. Und wenn Sie dann in der Sache sagen können, nein, das halte ich nicht für sinnvoll, dann begründen Sie das vernünftig und tun Sie das nicht so ab, indem Sie hier über den Kollegen Wild herziehen und seine Rede lächerlich machen. Das hat der Kollege Wild genauso wenig verdient, wie das Abgeordnete Ihrer Fraktion verdient haben. Und meine Damen und Herren, um es noch mal deutlich zu machen, es geht hier nicht um Kneipen. Es geht auch nicht um QR-Codes bei der Benutzung von Kneipen. Es geht um eine ganz einfache Frage. Wollen wir Mittel bereitstellen? Wollen wir dieses Land voranbringen, dadurch, dass wir öffentliche Mittel verwenden, wenn ein Start-up kommt und sagt, wir haben eine gute Idee im Bereich der Digitalisierung und die wollen wir bitteschön auch mit Mitteln aus dem Land finanziert haben. Und wer das will, der stimmt für diesen Antrag und wer es nicht will, der lässt es bleiben. Vielen Dank.